Hallo alle zusammen. Ich zeige Ihnen, wie Sie Daten von einem FreeBSD Gnome RAID 5 Software Array wiederherstellen können. Ich zeige Ihnen, wie Sie die neueste Version von FreeBSD mit der grafischen Gnome Shell installieren und wie Sie ein Software RAID 5 aus drei Festplatten erstellen und konfigurieren. Gnome ist der logische Volume Manager, eine Implementierung des Gnome Volume Manager in Gnome. Es hat viele Änderungen erfahren, seit es ursprünglich in FreeBSD Version 5 importiert wurde. Seit Anfang 2020 ist Gnome jedoch veraltet. Es gilt heute als großteils wartbar und ist für die meisten Zwecke unterlegen. Es wird von einigen Benutzern immer noch für Speicheranwendungen verwendet. Zunächst wollen wir uns ansehen, wie man FreeBSD installiert. Wie bei jedem Betriebssystem müssen Sie zunächst ein Installation-Image herunterladen. Auf der offiziellen Website sind verschiedene 64-Bit- und 33-Bit-Versionen verfügbar. Laden Sie eine Version herunter, die von der Größe des verfügbaren Arbeitsspeichers abhängt. Derzeit ist die 13. Version von FreeBSD verfügbar. Erstellen Sie ein bootfähiges Laufwerk mit einem speziellen Dienstprogramm wie Rufus oder Angel. Schließen Sie die Festplatte an, auf der Sie das System installieren möchten, und booten Sie vom USB-Stick. Drücken Sie zum Beginn des Bootvorgangs die Eingabetaste, um den ersten Teil der Installation auszuwählen. Als nächstes wird ein Installationsfenster angezeigt. Wählen Sie Installieren und drücken Sie die Eingabetaste Enter. Der nächste Schritt ist die Auswahl des Tastaturleuts. Die Standardeinstellungen ist für mich in Ordnung. Select. Geben Sie den Servernamen an. Im Komponentenauswahlfenster für den Standardserver reichen diese beiden Komponenten lib32 und ports aus. Zur Auswahl drücken Sie die Leertaste und OK, um fortzufahren. Dann kommt die Festplattenpartitionierung. Ich wähle automatisch UFC, OK. Ich habe ein separates Laufwerk für mein System und wähle daher ein 3-Disk. Wenn Sie eine separate Partition erstellen möchten, klicken Sie auf Partitionieren, Partition. Wählen Sie eine Partitioniertabelle aus, überprüfen Sie das Laufwerk für die Partitionierung und klicken Sie auf Fertigstellen, Finish. Stimmen Sie dann dem Überschreiben des Datenträgers zu. Dadurch werden alle Daten auf dem Datenträger gelöscht. Die Installation wird ohne Benutzereingriff vorgesetzt und wartet auf Ihren Abschluss. Geben Sie das Super-User-Passwort Rot ein und bestätigen Sie es erneut. Wählen Sie in den Netzwerkeinstellungen den gewünschten Adapter aus, OK. Geben Sie nun die IPv4-Netzwerkparameter an, ja. DHCP verwenden, ja. IPv6, nein. Region und Land auswählen. Daten und Uhrzeit einstellen, überspringen, skip. Als nächstes müssen Sie die Dienste auswählen, die bei einem Button gestartet werden sollen. Wählen Sie SSHD, NTPD, PowerD. Wählen Sie Sicherheitseinstellungen 3, 4, 7, 8. Um einen neuen Benutzer hinzufügen, klicken Sie an diesem Punkt auf Ja, Nein. Nachdem FreeBSD 9 gebootet und gestartet ist, sehen Sie eine Kommandozeile. Da die Kommandozeile nicht jedermanns Sache ist, werde ich Ihnen auch zeigen, wie Sie die grafische Gnome Shell installieren. Gnome ist eine freie, kollaufende Desktop-Umgebung für Unix-ähnliche Betriebssysteme. Für die grafische Shell muss Hork installiert sein. Hork ist der X-Windows-Server, mit dem der Benutzer eine grafische Desktop-Umgebung einrichten kann. Um Xorg zu installieren, geben Sie den folgenden Befehl ein. Und ja zur Bestätigung. Damit wird die Installation gestartet. Sobald
X.org installiert ist, können Sie mit der Installation von GNOME fortfahren. Geben Sie den folgenden Befehl ein. Bestätigen Sie anschließend mit Ja. Nach der Installation der Komponenten wird die grafische Benutzeroberfläche nicht automatisch gestartet. Damit es beim Systemstart automatisch geladen wird, müssen Sie einige Anpassungen vornehmen. Geben Sie in der Konsole den folgenden Befehl ein. Dadurch wird eine Konfigurationsdatei geöffnet, der Sie die folgende Zeile hinzufügen sollten. Drücken Sie S-Taste, wählen Sie dann im Fenster Layout Editor und drücken Sie die Eingabetaste. Wählen Sie dann Änderungen speichern und drücken Sie erneut die Eingabetaste. Zum Neustart schreiben wir Reboot. Nach dem Neustart sehen Sie keine Konsole, sondern eine grafische Oberfläche. Geben Sie einen Benutzernamen und ein Passwort ein, die Sie zuvor festgelegt haben. Sobald Sie Ihr Passwort angegeben haben, wird der GNOME Desktop angezeigt. Damit ist die Installation von FreeBSD und der grafischen Shell GNOME abgeschlossen. Das System ist also installiert und wir haben eine grafische Benutzeroberfläche zur einfachen Verwaltung. Sehen wir uns nun an, wie man ein Layer 5 Software RAID Array aus drei Laufwerken erstellt, die an einen PC angeschlossen sind, um wichtige Dateien zu speichern. Zunächst müssen wir die Namen der angeschlossenen Festplatten bestimmen und festlegen, welche Festplatten zum Aufbau des RAID verwendet werden sollen. Geben Sie den Befehl ein. Das System zeigt folgendes an. CDO ist unser Laufwerk, da A0 ist unser Systemlaufwerk und da 3, da 2 und da 1 sind die Laufwerke, aus denen wir RAID 5 erstellen werden. Im System sind das dev da 1, dev da 2 und dev da 3. Im Zweifelfall können Sie die Größe der Festplatte überprüfen, indem Sie diesen Befehl eingeben. Daraufhin werden die folgenden Informationen angezeigt, die wir später benötigen werden, nämlich die Größe des Laufwerks. Zur Verdeutlichung habe ich sie auf dem Bildschirm hervorgehoben. Erstellen nun ein Verzeichnis, in das unser RAID eingehängt wird, nennen wir es zum Beispiel Server. Erstellen Sie dann eine Konfigurationsdatei für unseren RAID und geben Sie den Befehl Geben Sie die Namen der Festplatten, die RAID-Konfiguration und die Speichergröße an. Drive RAID 5.1, alias des physischen Laufwerks, Sie können sich ein beliebiges ausdenken. DevDA1 ist das Laufwerk selbst, siehe oben. Volume RAID 5 ist der Name der virtuellen Festplatte, die uns in RAID 5 bilden wird. Plex ist ein Satz, der vollen Adressraum bietet. Da wir RAID 5 organisieren, geben wir ein. Org RAID 5 und die Stippgröße wird 256K sein, von der Dokumentation empfohlen. SD sind die Subdisk. Wir verwenden drei Festplatten mit 30 GB, geben aber ein die Nummer, die ich zuvor markiert habe. Drücken Sie SC, um Änderung an der Datei zu speichern. Sie können nun das RAID 5 Array selbst erstellen. Dadurch wird das Gerät dev GNOME RAID 5 erstellt. Als nächstes müssen wir das Dateisystem darauf erstellen. Als nächstes müssen wir dafür sorgen, dass das GNOME-Modul automatisch geladen wird. Außerdem müssen wir unseren Array montieren. Nehmen Sie den Ordner Server, den wir am Anfang erstellt haben, als Anhängepunkt. Starten Sie dann den Computer neu, Reboot. Das war's. RAID 5 ist gebaut und getestet mit GNOME. Wir sehen unsere drei Laufwerke und ein neues Volumen mit der entsprechenden Kapazität.
RED5 ist ziemlich zuverlässig, wenn es darum geht, Ihre wichtigen Daten zu schützen, aber wie jedes andere Speichergerät ist es nicht perfekt und verschiedene Faktoren können dazu führen, dass es abstürzt und Daten verloren gehen. Wenn Ihr Server ausgefallen ist und eine oder mehrere Festplatten im Array ausgefallen sind und Sie keinen Zugriff mehr auf wichtige Daten haben, können Sie die spezialisierte Datenrettungssoftware Hetman RED Recovery verwenden. Das Programm unterstützt die meisten gängigen Dateisysteme und RAID-Typen. Es wird alle relevante Informationen ableiten und das gestörte RAID automatisch wieder zusammensetzen. Alles, was Sie tun müssen, ist die Analyse zu starten und zu warten, bis der Prozess abgeschlossen ist und die erforderlichen Dateien gesichert sind. Entfernen Sie die Festplatten aus dem Server, aus dem das RAID erstellt wurde, und schließen Sie sie an einen Windows-Computer an. Wenn die Hauptplatine den Anschluss aller Laufwerke nicht zulässt, verwenden Sie spezielle Adapter und Erweiterungen. Wie sehen können, hat die Software ganz einfach ein RAID erstellt und zeigt alle gefundenen Informationen dazu an. Dies ist unser RAID mit dem UFC-Dateisystem. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk und wählen Sie Öffnen. Legen Sie die Art der Analyse fest. Bei einer Schnellsuche wird das Laufwerk schnell gescannt und alle gefundenen Informationen werden angezeigt. Wenn die Daten nicht gefunden werden könnten, starten Sie die vollständige Festplattenanalyse. Kehren Sie zur Startseite des Datenträgermanagers zurück, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk und wählen Sie Neue analysieren. Wählen Sie vollständige Analyse und Dateisystem weiter. In besonders komplexen Fällen empfiehlt es sich, eine Signatursuche durchzuführen, indem Sie das Kontrollkästchen Tiefanalyse aktivieren. Die Software zeigt dann die Dateien und Ordner an, die Sie noch auf dem Laufwerk befinden. Suchen Sie die gewünschten Dateien. Wählen Sie sie aus, klicken Sie auf Wiederherstellen und geben Sie an, wo Sie speichern möchten. Bevor Sie mit dem Speichern beginnen, müssen Sie sich vergewissern, dass Sie genügend Speicherplatz für die Daten zur Verfügung haben. Wählen Sie ein Verzeichnis aus und klicken Sie auf Wiederherstellen. Wenn Sie fertig sind, befinden sich alle Dateien in dem angegebenen Ordner. In besonders schwierigen Situationen, in denen kritische Systeminformationen auf den Festplatten überschrieben werden, ist die Software möglicherweise nicht in der Lage, ein RAID automatisch zu erstellen. In einem solchen Fall wird hier die manuelle RAID-Erstellungsfunktion implementiert. Sie müssen alle Informationen über das gestörte Array kennen, um es zu erstellen. Öffnen Sie RAID-Bilder, wählen Sie manuelle Erstellung und geben Sie dann die RAID-Daten ein. RAID-Typ, Blockreifenfolge, Blockgröße. Fügen Sie die Festplatten hinzu, aus denen das Array besteht, und geben Sie deren Reifenfolge an. Als Ergebnis sollte es in diesem Fenster erscheinen. Wenn die Parameter korrekt sind, sehen Sie den Verzeichnisbaum. Wenn nicht, sind die Parameter nicht korrekt oder nicht ausreichend, um das RAID zu bestimmen. Möglicherweise müssen Sie den Offset angeben, an dem die Platte beginnt. Sie können einen X-Editor verwenden, um dies herauszufinden. Wenn alle Parameter angegeben sind, klicken Sie auf Hinzufügen. Das Array wird dann im Datenträgermanager angezeigt. Analysieren Sie es. Eine schnelle oder vollständige Analyse. Und stellen Sie die zurückgegebenen Dateien wieder her. Das war's. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Vergessen Sie nicht, unseren YouTube-Kanal abonnieren. Daumen hoch, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.